Ja, würde ich sagen, oder? Oh. Bist du noch da? Bist du schon drin? Ja. Ich starte mal die Folge, weil wir waren ja mitten im Ureinwohnerlager und haben hier ein paar Leute hingerichtet. Herzlich willkommen zurück, Freunde. Oh. Ja, herzlich willkommen. Hä? Der lebt ja einfach. Ja, ja. Aber jetzt verpisst er sich auf einmal wieder. Ja, aber der Pacleo. Schick den. Schon mit den. Hey, sag mal. Willst du mich hier um meine Snacks bringen oder was? Wenn der Gollum. Bring ihn dir mit. So, wir holen uns hier unser Camp hinbauen. Nee. Nee, das. Wird jemand geschrien? Warte, haben wir den Kelvin noch? Ja, ja, Kelvin ist irgendwo noch. Ja, wo ist denn der? Also, ich habe ihn nicht umgebracht, zumindest. Ich auch nicht. Brauchst du gar nicht meinen. Komm, wir spielen Fußball. Komm mal her. Warte. Warte. Unser Zelt ist das Tor, du bist Torwart, okay? Unser Zelt ist das Tor? Hier, komm, okay. Du bist Torwart. Also, okay. Ja. Freistoß? Ja. Was haben wir denn? Hä? Oh, Achtung hinter uns, wir kriegen Besuch. Piss dich, Alter! Oh. Alter! Hey. Ups! Ups! Das war nicht so gemeint. Achtung! Oh mein Gott. Komm mal kurz her, ich hab niedrige Gesundheit hinter dir. Oh. Lass ihn ausbluten. Oh. Entweder hast du mich oder er mich getroffen. Lass ihn ausbluten. Lass ihn ausbluten. Okay. Ja, das hast du davon, wenn du uns angreifst. Hast du auch gesammelt, Bein? Soll ich dann? Oh, gib mal das Bein, ich esse das vor dem. Nee, der ist schon tot gleich. Ja, es tut mir leid. Oh Mann. Sollen wir hier. Boah, Digga, sollen wir mal einfach um das. Es wäre ein Riesenprojekt. Nein. Einfach so eine Zaunwall um das ganze Lager hier bauen. Nein. Junge, das wäre schon nice, sei mal ehrlich. Nein. Dann wird es unser Lager hier. Und wir haben Musik. Das musst du halt bedenken, wir haben Musik hier. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich würde da ja sagen. Also ich würde da nein sagen. Ganz oh Gott, du bist wieder da. Gollum. Wo ist denn Kelvin? Der ist aber nicht. Mit dem Kelvin auch umgebracht? Nee, oder? Nein, nein, ich glaube, weil hier so viele Ureinwohner sind, deswegen. Aber auf Handy wird der auch nicht angezeigt. Doch! Wo ist denn der? Der ist daheim. Geblieben. An der Küste. Okay, was ist der Plan? Wir schauen mal einfach weiter. Wir laufen ein bisschen rum, suchen uns jetzt halt eine neue Heimat. Weil die alte war nicht so gut. Wir sagen, das ist es für heute, oder? Das nehmen wir uns jetzt mal vor für die heutige Folge. Ja, nee. Was? Ja, okay. Oh ja, ich habe hier noch richtig viel rohes Fleisch. Ja. Das ist Feuer überhaupt. Feuer musstest du anmachen. Das gehört dazu. Mach's noch schnell an. Brauchen wir ein bisschen Knochenrüstung. Oh. Na, wie war's nochmal? So. Wie war Knochenrüstung? Einfach nur Knochen und Seil, ne? Knochenseil und Klebeband. Klebeband? Ja. Knochenrüstung? Ja. Ich hab kein Klebeband. Gar nicht. Mr. 212. Achso, sollte ich lieber vielleicht den Speer nehmen? Ich weiß auch nicht. Ist Speer oder Axt effektiver? Oh, hier ist noch ein Kleidungsteil, ne? Sieh das mal an. Ah, ich hab das schon an, glaube ich. Ich
nehme trotzdem die Taktik. Ruhig ich mal an? Habe ich schon an? Ja, ja. Ja, gut, dann. Wie viel Uhr haben wir? 15 Uhr. Sollen wir jetzt nochmal los oder sollen wir jetzt einfach heute hier bleiben? Ja, nee, wir gehen schon nochmal los. Wir können auch schnell schlafen, einfach morgen früh los, meine ich. Hä? Aber wir haben doch erst 15 Uhr. Ah, dann machen wir halt ein bisschen. Achso, Achtung. Ja, komm, geh mal kurz schlafen, dann essen wir und dann. Hier haben wir Gollum. Geh mal kurz schlafen, ey. Was wird das? Er hat sich verpisst. Sollen wir jetzt schon schlafen? Ja. Weicher schnell. So, gute Nacht. Freunde, macht's gut, wir sehen uns morgen. So, nochmal schlafen? Übrigens. Ach, können wir nicht nochmal schlafen, geil. Wie Uhr haben wir? 4 Uhr wird eh gleich hell. Also, wo wollen wir hin? Willst du jetzt einfach vielleicht losrennen? Ja, wir können auch jetzt kurz warten, bis hell wird. Aber wo willst du, in welche Richtung sollen wir? Ins Landesinnere oder an den Strand? Egal. Boah, sollen wir auf der Insel in dem großen See bauen? Wobei, da müssten wir halt einfach. Müssten wir halt eigentlich warten, ne, bis Dings. Bis warum Winter, ist bis das Feuer ausgegangen. Ist. Warum geht denn das Feuer die ganze Zeit aus? Weiß ich nicht. Das verwirrt mich ein bisschen. Wenn du die Planen hier noch mitnehmen kannst, nimm die mal mit. Jo, 8 Stück. 8 Stück, ne? Wodka-Flasche. Ne? Wodka, das können wir. So sind wir dabei. Das ist prima. Warte, warte mal. Machen wir mal ein schönes Thumbnail. Was? Ich mach da noch. Oh. Ja, die kommen, um dich zu huldigen. Setz dich nochmal hin. Okay, das sieht so weird aus. Achtung, wir haben Gegenbesuch. Was ist halt die Scheiße, jetzt können wir jetzt eigentlich nicht mehr schlafen. Wo sind unsere Zelte hin? Ich hab die abgebaut. Okay. Ja, wir haben neu auf, es wird doch gleich, Ich hab jetzt keinen Bock, 10 Minuten rumzurennen, bis es Tag wird. Ja komm, wir machen uns ein Feuer, braten mal unser Fleisch oder ist es schon fertig? Ja. Ist ja noch nicht fertig, denke ich. Oh, scheiße. Geh aus. Geh aus. Ich mach den Feuertanz gerade. Neuer Gott. Ich kann brennen und überlebe. Überlebe. Oh, guck mal, das ist doch herrlich. Sag mal eins, geht's besser? Auf so einer Insel. Mit einem leckeren Frühstück. Mitten in der Nacht. Neben verrotteten Kadavern. Besser geht's immer. Ich glaube, besser geht's nimmer. Sag ich ja ganz ehrlich. Ich fasse wohl Essig, ja? Haben wir es gerade beide genommen? Nee, ich habe einfach auch ein Stück gegessen. Natürlich, okay. Jetzt. Nee, ich dachte, wir haben das letzte beide genommen. Nee. Nee, nee. Gut. Nee, nee, dann war es nicht so. So, wir sind hier hell. Ich dachte, wir haben schon 6, 7 Uhr. Komm, wir machen eine kleine Lagerfeuergeschichte. Ah, guck mal. Also, wo wollen wir hinziehen? Mir ist das scheißegal, du hast ja irgendeinen Plan. Also ich würde sagen, wir gehen mal da zu der großen Insel, zum großen See und bauen mittendrin eine Hütte. Zu dem geradeaus hier, oder was? Ja. Alter. So, Nille. Ab geht die wilde Fahrt. Okay. Nächste Mal.
Naja, man muss auch den Bäumen mal zeigen, dass man der stärkere im Wald ist. Ich gehe noch kurz zu dem grünen Punkt, vielleicht können wir da noch irgendwas machen. Ja, das finde ich super, das ist aber, glaube ich, die Höhle, wo wir schon zehnmal waren. Kann das sein? Ja, schaut mir schon mal. Schauen wir gerade mal nein, gell? Oh, ein süßes Reh. Komm, wir attackieren. Hier, das sitzt nee, auf dem Boden. Das kriegt man nicht. Hast keine Chance. Ah, ein Hit hat's. Oh, hier ist ein Weg jetzt. War ein süßes. Alter, mein Game ist gecrashed. Echt? No. Oh no, ich esse gerade mal ein bisschen Beere, gell? Ich warte auf dich. Freunde, wir melden uns gleich zurück, live vom Spiel. Ich esse Beeren so lang. Ah, da ist er ja schon wieder. Hab ich was zu trinken dabei? Oh, da bin ich wieder. Energy Drink. Ja, das möchte ich aber noch nicht trinken. Ist da noch was drin? Ne, ist leer. Oh, du bist aber ein bisschen hin, ne? Alter Junge, hat sich gerade erschreckt. Die Drecks, Affen, Höhlenmenschen. Ja. Die blöde Dinger. Die, die machen sich immer so aus Laub so versteckt und springen dann da raus. Ja, ja, ich weiß. Das sind richtig Behinderte. Also das ist die Höhle hier mit dem Golfkart. Ach so, ja, nee, da müssen wir graben. Ja. Golfkart. Geil. Geil. Ah, Junge, die sind so nervig, Mann. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir es schon bauen sollen oder erkunden sollen oder wie wir es machen. Es ist wirklich difficult. Wir gehen jetzt mal zum See, oder? Ich meine, irgendwo brauchen wir ein kleines Häuschen, gell? Kleine Bleibe für den Anfang. Ich glaube, das sollte man schon machen. Da sind wir dabei. Und ich meine, wenn es uns nicht gefällt, ich meine, wir sind hier die Herren auf der Insel. Ey, mein Game ist schon wieder gecrashed, Junge. Das ist nicht so gut. Ob man auf die Drecksscheiße wirklich. Also Mod auf meinem Golfkart, gell? Also ich. Ach Kelvin, ja du bist ein Süßer. Versuch es noch einmal, wenn es nicht geht. Okay, dann lassen wir es gerade. Kelvin! Oh nice! Ich bin Kelvin auf den Kopf gesprungen und er ist weggelaufen und hat den Kopf geschüttelt. Nice. Ach, ist der Kelvin. Mittlerweile wieder der Kelvin. Hä? Der steht bei mir die ganze Zeit. Der ist zuckersüß. Kannst du irgendwas Besonderes machen? Nee, ne. Oh, Pause. Komm. Ja, ruh dich aus, komm. Hä, wo geht denn der hin? Ja, du sollst Pause machen. Ja, ich glaube, Kelvin ist noch dümmer geworden. Ich habe ihm gesagt, mach Pause, er läuft einfach weg. Ja, Junge, es ist schon wieder gecrashed. Ey. Soll ich einmal nochmal Server neu laden? Also Freunde, heute eine kurze Folge. The Forest. Ich lade mal schnell das Spiel neu, wir sehen uns gleich. Hallo Freunde, wir sind zurück, zumindest jetzt erstmal zusammen auf dem Server. Yes, sir. Mal schauen, wie lange das Ganze jetzt gut geht. Ich kann es euch nicht versprechen, aber erstmal genießen wir The Forest zusammen. Wie sie es gehört. Yes, sir. So, wir werden uns mal wieder zum See begeben. Und dann schauen wir einfach mal, was wir hier Schönes veranstalten können. Na, kann ich hier trinken? Nee. Oh.
Ja, und dann sich verpissen, ne? Schlag ihn einmal, der braucht noch einen Hit. Oder so. Ja. Wollt ihr nur ein bisschen planschen? Naja. So. Wir können jetzt eigentlich auch so eine schöne Seilrutsche mitten auf den See bauen. Und dann von... Welcher Seilbahn? Ich habe so einen Seilrutschenhaken. Schießt du auf die Rehe? Ajo. Verschwende ich unsere Munition, gell? Munition ist so unwichtig. Okay. Weiß nicht, ich bin kein Profi im Spiel. Und ich bin kein Spieler-Profi. Profi sein, aber das zu mir. So, guck, da auf der Insel bauen, das wäre doch geil. Oh ja, da müssen wir warten, bis Winter ist, aber ja, sieht schon mal sehr gut aus. Wenn das erstes. Ja. Sollen wir uns hier außen mal was hinbauen und dann später auf die Insel drauf? Weil das ist echt wunderschön hier. Sobald es kalt wird, also da. Muss ich sagen, sehe ich mich schon. Gibt's hier eigentlich Unterwassertiere? Also ein Hai gibt's hier zumindest nicht, aber. Vielleicht der kleine Fischchen. Also hier ist echt hübsch. Ja, finde ich doch auch. Das gefällt mir sehr gut. Oh! Ja, ein paar Leichen gibt's. Aber ein paar Leichen hat jeder im Keller, ne? So. Ich sehe es eh, komm, alle Bäume fallen ins Wasser und wir hören die ganze Zeit Bräuing, Bräuing, Bräuing. Aber das wird hier nicht. Wir holzen uns mal kurz ab. Also, ich will als allererstes, muss ich sagen, müssen wir hier so eine Seilbahn-Dings drüber bauen. Machen wir mal kurz die ganzen kleinen Dinger weg. Ja. So, und einen großen Baum haben wir jetzt. Die Frage in, ja, am besten in die Richtung. Schlag von zwei Seiten, jawohl. Komm Junge, wir machen den fertig! Drauf! Immer drauf, wenn er am Boden liegt. Achtung! So, jetzt bist du der Experte, ne? Wie baue ich jetzt dieses Seilrutschen-Ding? Nee, wir machen gar keine Rutsche. Wir müssen. Wir können nämlich einfach. Ich zeig dir das mal, okay? Die Bäume, wissen, die so rüberschwimmen. Du kannst sie nämlich einfach so rüberwerfen und dann. Und rollen die. Aha. Vielleicht geht's mittlerweile nicht mehr, oder? Aber warum rüberwerfen? Wir brauchen die doch hier auf der Insel. Die sind so rübergeplanscht immer. Und das geht wohl nicht mehr. Ja. Dann. Ja, ich weiß nicht, wollen wir eine Brücke, weil dann kommt ja jeder zu uns. Dann ist das ja nicht das Sinn. Nee, nee, nee. Also wir wollen hier schon einen sicheren Ort haben. Im Winter ist auch richtig lustig, da rutschen die Ureinwohner immer auf dem Eis aus. Echt? Ja. Aber wir mit unseren Spikes. Unseren Spikes, das interessiert ja nicht. Aber kann es sein, dass das Planschen hier nicht mehr so gut funktioniert? Nee, das haben sie wahrscheinlich gefixt. Kannst du mir mal die Baumstämme abnehmen? Ich schwimme die dir mal so ein bisschen rüber, ne? Mega, danke, so ein bisschen Stämme hier. Viel besser. Naja, mühsam nähert sich das Eichhörnchen, ne? Ja. Kann ich schon mal so ein kleines Fundament legen. Ja, das muss ja. Aber oh, ich glaube, ich bin hier irgendwie fest. Na komm. Kriegst du die hier abgenommen? Ich komme hier gerade nicht weiter. Groß. Mal so ein bisschen. Geht doch. Geht doch, sage ich mal.
Also ich würde sagen, die beiden Herren hier, ne, den einen Herr, in seinem Sarg, den möchte ich im Wohnzimmer haben. Meinst du, wir kriegen das hin? Was möchtest du denn im Wohnzimmer ja? haben? Den, ja, also den hätte ich gern. Einfach, dass er sich nicht so alleine fühlt. Er wird schwierig mit dem Boden, ne? Hm. Das ist jetzt eine Herausforderung. Hm. Ich hole mal die anderen beiden da noch. Sehr, sehr gut. Kevin! Ich wollte kurz schauen, da kann der auch neue Sachen. Ich wollte schauen, was für so ein neues kann. Also ich habe vorher nichts Neues entdeckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil der auch mal nie ein großer Kevin-Sympathisant warst. Ja. Kevin-Sympathisant. Ne? Was kann er denn? Er kann Unterschlupf bauen, aber das konnte er auch davor, ne? Nimm Gegenstände. So. So, das haben wir. Ich baue mal schnell ein kleines Zeltchen für uns. Also neue Sachen holen kann er nicht. Ich glaube, schlafen können. Und speichern können vor allem. Was kann er denn? Neues? Gar nichts. Keine Stimme. Nee, der hat absolut keine neuen Kompetenzen. Das ist natürlich dann nicht so gut. Sollen wir mal hier ein kleines Folgenendchen machen und dann in der nächsten Folge gucken, ob wir hier und was wir hier überhaupt bauen können? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, das klingt auch gut. Speicherst du einmal und nächste Folge starten wir mit einem schönen Sonnenuntergang, Aufgang auf unserer neuen Insel. So ist es. Alles klar, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Gute Nacht. Ciao, ciao.